Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Bei uns, da wo ich arbeite, hat ein neuer Laden aufgemacht, ein Action. Und da habe ich mir in der Mittagspause gedacht, ach, guckst du mal rein, so ein bisschen so Geschenkpapier kaufen und so. Ja, ich habe eine ganze Tüte voll gekauft. Also wenn du mit mir zusammen erfahren möchtest, was sich in meiner Tüte verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Falls du dich fragst, warum ich so strahle, ich habe verschiedene Dinge ausprobiert. Ich habe von YesStyle eine BB-Cream, da habe ich dir auch ein Video zu abgedreht, als Base drauf. Dann habe ich ganz normal meine Base-Routine verwendet, also auch das Lippengedöns kommt von YesStyle. Video, ich weiß nicht, welches eher online kommt, verlinke ich dir auf jeden Fall hier oben mal. Genau. Ansonsten meine normale Routine. Dann von Urban Decay die Distortion Palette habe ich auf meinen Augen drauf. Finde ich ziemlich cool. Passt halt zu meinem Outfit, weil wir gleich im Essen gehen. Mit mit meiner Schwiegermama in Spee. Genau. Es ist nicht furchtbar, wenn solche Läden auf einmal aufmachen und man sich denkt, ach, ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde Mittagspause. 7 Minuten hin, 7 Minuten zurück, halbe Stunde einkaufen, schaffe ich. Ich bin da echt so ein bisschen durch den Laden gejagt, aber die haben so schöne Produkte da gehabt. Oh Mann! Ja, das war eigentlich der Grund, weswegen ich dort war. 4 Rollen Geschenkpapier, Weihnachtsgeschenkpapier habe ich mitgenommen. Das ist einmal so ein ganz normales weißes mit so Kugeln drauf, in Silber und in Gold. Das fand ich ganz hübsch. Dann ein blaues mit einem mit einer goldenen Verzierung quasi, ne? Da hast du da so Kugeln drauf und alles mögliche und Schneeflocken und ach, was hübsch. Dann ein silbernes mit einer roten Verzierung. Da hast du Sternchen und Herzchen und Schneeflocken drauf. Und dann ein silbernes mit einer schwarz-goldenen Verzierung. Da hast du Sternchen drauf. Ja, ich weiß gar nicht, sowas kostet ja nicht die Welt, ne? Das ist ja alle irgendwie, ich habe keine Ahnung, irgendwo habe ich bestimmt noch den Kassenbon, dann kann ich dir hoffentlich auch die Preise dazu einblenden. Aber ich glaube, sowas kostet, keine Ahnung, 69 Cent oder so. Ja, in ähnlicher Größe. Ich habe mir einen neuen Scheibenwischer für mein Auto mitgenommen. Und der hat irgendwie auch nur 5,95 oder so gekostet. Ja, ich hoffe, dass der passt. Ich weiß es nicht. Das darf mein Freund dann vielleicht mit mir zusammen einbauen demnächst. Weil ich habe mir gedacht, jetzt in der kalten Jahreszeit, meine Scheibenwischer sind nicht so ganz optimal mehr. Und dann braucht man auch mal neue. Und ich war einfach überrascht, dass da ein Aufsteller war, wo man Scheibenwischer kaufen konnte bei Action, ganz ehrlich. Und dann habe ich geguckt, ob mein Automodellgedöns mit dabei ist. Und ja, es ist dabei. Und deswegen habe ich ihn jetzt hier. Ja, ne? Was auch nicht fehlen darf, denn es ist kalt, sind so Thermoviecher. Das habe ich mir einmal als Strumpfhose mitgenommen, habe ich in LXL mitgenommen. Das ist 100 Dehn und die haben sich auch so unfassbar schön angefühlt. Ich meine, ja, ne? Es ist einfach 93% Polyester natürlich, wärmt dich das, aber ja, gut, ist jetzt von innen nicht gefüttert oder sonst irgendwas, glaube ich. Das ist jetzt einfach nur Polyester und ne, 7% Elastan und es ist einfach weich und, oh Gott, hier ist schon wieder ein Fussel, egal. Ich hoffe, dass sie einfach gut sind. LXL, weil ich einfach lange Beine habe. Ich bin mit 1,73 ganz schön groß unterwegs und habe mir gedacht, ja, passt schon, ne? Genauso auch hier als Leggings mitgenommen, genau die gleiche Zusammenstellung, 97% Polyester, 7%, Quatsch, 93% Polyester, 7% Elastan und das ist eine Damen-Thermo-Leggings, auch wieder LXL für lange Beine, warm, isolating and comfortable. Ja, ich hoffe, dass es einfach passt, ne? Dann gab es da noch so einen Aufsteller mit Weihnachtskarten. Da habe ich mir dann auch direkt was mitgenommen. Da habe ich hier einmal diese Variante mitgenommen, das sind 5 Weihnachtskarten. Ja, so 3D-Karten, das finde ich ganz hübsch gemacht, ne? Ist Merry Christmas und da drin ist halt weiß, da kannst du reinschreiben und das ist hier so ein bisschen abstehend, das fand ich ganz hübsch und da ist Glitzer drauf. Und dann hier mit so einem Elchgeweih oder Rentiergeweih, ne? Auch nochmal Merry Christmas, fand ich auch ganz süß in Gold. Und dann hast du halt da auch so silberne Karten, Umschläge, das wäre das passende Wort gewesen, genau. Oh. Ja, ich habe mir dann nochmal welche mitgenommen. Das sind diese hier. Die hole ich jetzt mal nicht raus. Also man sieht ja hier, es ist so holographisch ein bisschen, ne? Da sind hier Rentiere drauf, Merry Christmas. Und dann hast du auch noch welche, die so goldholographisch sind, falls meine Kamera das aufnimmt. Ich weiß nicht. Ach komm, ich hole die trotzdem raus. Mann. Oh. Ja, das ist halt, wenn man einfach ohne Einkaufszettel in irgendwelche Läden reingeht, dann nimmst du halt mit, was dir gerade so gefällt. Und wenn du dann sowas siehst, dann denkst du dir, oh schön, und dann nimmst du das mit. Und dann guckst du nachher in deinen Einkaufskorb und denkst dir, ups,
ja, ne, die fand ich auch ganz süß. Ich fand auch diese Blätter total schön und es ist Gold, es ist Glitzer, es ist toll. Sag's auch nicht nein zu. Und dann habe ich noch diese hier mitgenommen. Das ist auch so ein Kartenset. Hier hast du aber 8 Karten drin. Und das ist dann halt ein bisschen weniger, ja, weniger kitschig jetzt nicht unbedingt, also, ne, aber weniger glitzerig. Das sind so belgische Karten, die sind hier auch wieder so dreidimensional und ja, halt in weiß, ne, aber halt so abgerundete Ecken. Und dann hast du einen Schneemann drauf, einen Tannenbaum und eine Winterlandschaft. Ja. Und das andere Modell, was da drin ist, ist dieses hier. Das ist dann noch etwas weihnachtlicher, noch etwas mehr ins Bläuliche. Auch wieder mit Schneemann und Tannenbaum. Natürlich müssen die Geschenke ja auch noch verpackt werden. Und da habe ich mir dann so Geschenkpapier, Krüsselpapier nenne ich das immer, Krüsselband habe ich mitgenommen. Und dann sind da so Geschenkeanhänger auch noch. Und hier fand ich das Weiße eigentlich so cool, weil das halt nicht so, ne, das ist wohl irgendwie so doppelt oder so, ich weiß es nicht. Das finde ich auch ganz cool. Da kann man die Geschenke echt hübsch mit verpacken, ja. Ne? Musste mit. Habe ich hier für eine Ausrede, außer ich fand es hübsch. Ja, genau. Also das hier ist so ein komplettes Maskenset. Da hast du eine Haarmaske drin, du hast Augenmasken drin, du hast eine Gesichtsmaske drin und eine Lippenmaske. Ne? Und das fand ich hübsch. Das ist holographisch, das glitzert. Und weil das so schön ist und so holographisch glitzert, habe ich das zweimal mitgenommen. Das heißt, in diesem Video kannst du eins davon gewinnen. Es kann gut sein, dass ich das dann aus seiner Verpackung rausnehme, weil ich das dann besser verschicken kann. Ne? Aber du bekommst auf jeden Fall die Produkte, die da drin enthalten sind. Und ja. Ja, es ist hübsch. Yay! Ich habe hier einen Bon gefunden. Er ist also noch mit drin. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Ja, hieran ist tatsächlich Alina schuld. Frühlings-Rolina. Die schwärmt doch immer so von diesen Fudges. Und da ich nicht genau mehr wusste, welche Fudges sie da immer sich holt, habe ich mir einfach beide Versionen geholt. Alina, wenn ich jetzt, ne, nach der Weihnachtszeit hier quasi durch mein YouTube-Zimmer kugel, dann bist du schuld. Also, ne, das ist einmal mit Karamell und Sea Salt. Also, oh, genau meins wäre das, glaube ich. Also, wirklich richtig cool. Und, ja, mit Vanille. Oh. Alina, du bist schuld. Ja, noch mehr Süßigkeiten. Von Markandi oder so. Soft Nougat. Ich finde, sowas geht auch irgendwie immer. Oh, es ist so, so geil. Ich mag dieses Soft Nougat, das ist ja auch so in türkischen Spezialitäten oder so drin. Und als ich mit meiner Mama mal in der Türkei war, wir haben uns ja durchgeschlemmt, ne? Wir haben uns so viele geile Yam-Yams da gegessen und gekauft und tütenweise mitgenommen. Ja, und hier hast du dann auch so ein Soft Nougat mit drin. Action ist ja ein holländischer Markt, wie auch immer. Und da ich auch eine Zeit lang in Holland gearbeitet habe, habe ich tatsächlich auch ganz, ganz viel von diesen Soft Nougats auch immer wieder gegessen. Oh, ich finde es so lecker. Natürlich habe ich auch an Sammy gedacht. Ne? Also hier ist ein Natural Snack, eine Belohnung quasi. Und das hier soll ein Knochen sein und der ist gefüllt mit irgendwas Yummy-mäßigem. Und da habe ich mir gedacht, ja, wenn ich jetzt schon hier spontan bei Action bin, das ist so eine softe Füllung da drin, das wird er sich dann wahrscheinlich da so rauslecken. Ne? Und den Knochen, den isst er meistens nicht. Auch wenn ich dem so einen Markknochen oder so mitbringe vom Einkaufen. Der frisst immer nur das Innere. Also so ganz, der braucht da Tage für. Und dann kommt die Hündin von meiner Schwägerin in Spee und frisst einfach den ganzen Knochen. Oh, der wird dann einfach zerstört, weil sie ist ein paar Nummern größer als Sammy noch. Ja, genau. Das ist einfach für Sammy. Wo wir schon bei meinen Männern sind, denen ich was mitgebracht habe, für meinen Freund habe ich auch was mitgebracht. Der liebt diese Schrotwaffeln. Das sind Karamellwaffeln. Ja, gibt es bei uns auf dem normalen Markt halt auch immer. Da steht ein Holländer, der sowas halt auch verkauft. Aber da ich halt regulär arbeite, komme ich so selten auf unseren Markt halt, ne? Ja. Und so kann ich ihm das halt von Action mitbringen, weil das ist ja auch in dem Sinne original holländisch, ne? Da wird er sich drüber freuen, die sind wahrscheinlich innerhalb von 5 Minuten verschwunden. Das ist einfach total lecker. Das ist mit Karamellfüllung und, oh, und mit Rumbutter. Ja, ist richtig geil. Also das sind Kalorien hoch 5 Milliarden. Das ist echt krass. Was sind da drin? Weiß ich nicht. Pro 100 Gramm hast du 424 Kilokalorien und hier sind 400 Gramm enthalten, ne? Ach so, ja, Batterien habe ich mitgenommen, weil, also so Mini-Knopfzellen, ich hoffe, dass die passen. 8x AG13, keine Ahnung. Ich hatte doch letztens in meiner Eurapon For You-Box so eine Mini-Taschenlampe und das war quasi ein Tag oder zwei Tage, nachdem ich diese Box ausgepackt habe. Und dann habe ich zu Hause geguckt und wir haben solche Batterien nicht zu Hause und dann habe ich mir die jetzt einfach von Action mitgenommen. noch was zu essen von
Reese's Nut Bar. Fand ich einfach so geil ansprechend. Und ich wundere mich, dass dieses Ding tatsächlich den Arbeitstag überlebt hat. Aber ich glaube, ich habe die Tasche auch im Auto gelassen, bewusst und nicht mitgenommen. Und ja, das ist halt mit Erdnussbutter, glaube ich, da mittendrin. Crunchy Peanuts, Peanut Butter und Creamy. Oh. Caramel and Chocolate Flavored Coating. Oh. Mit Karamell und Nom. Das ist auch, ich habe gerade... Gut, dass wir gleich essen gehen. Dann habe ich hier Drops mit Peanut Butter mitgenommen. Oh, das ist einfach ein Traum, ne? Was sie da an Süßigkeiten haben. Du kannst dich da reinlegen und einmal so um dich drum zu futtern. Natürlich war ich auch in der Beauty-Abteilung und habe ein paar Masken mitgenommen. Die fand ich einfach so niedlich. Das ist eine koreanische Maske, Face Sheet Mask mit Perlenextrakt. Das ist eine Tuchmaske und ja, die soll dein Gesicht halt entsprechend vor Akne beschützen. Also ich habe zurzeit ja so ein bisschen Pickelgedöns, das wollte ich dann halt drauf machen. Und das soll dann halt auch so ein bisschen so einen Brightening-Effekt geben, also quasi Strahlkraft bringen, ne? Dann habe ich noch weitere Masken mitgenommen. Und zwar waren da Masken von Kneipp. Und da habe ich echt gedacht, geil, die nimmst du mit. Das sind drei Stück. Das sind jeweils zwei Anwendungen. Das ist einmal die Moisturizing Mask mit Aloe Vera und Jojoba. Und ich fand das Mädchen da drauf auch so hübsch. Also so knuffig mit diesen großen Augen. Sie hat gesagt, nimm ich mit. Dann eine Peel-Off Mask mit Kamille und Honig. Die sollen einfach reinigen. Und dann eine 2-in-1 Maske und Peeling Dead Sea Salt und Macadamia Öl. Genau, also einfach für eine Tiefenreinigung. Ja, ne? Muss auch mal sein. Nicht, dass ich schon 5 Milliarden Masken hier hätte. Die sind jetzt auch noch mit dabei. Und last but not least, weil es kommen ja die kalten Tage, habe ich hier sowas mitgenommen. Das sind so Fußwärmer, die du dir in deine Schuhe reinmachst oder halt in die Stiefel oder sonst irgendwo halt als Sohle reinmachst. Und wenn du dann zum Beispiel auf den Weihnachtsmarkt gehst oder wenn wir oben am Machen sind, mache ich sowas gerne rein, dass ich keine kalten Füße kriege. Damit quasi von unten nicht die Kälte so in die Schuhe reinkommt. Das ist quasi isolierend. Und gleichzeitig erwärmt sich das selber, dieses Pad quasi. Habe ich einmal in der Größe 46 bis 48 mitgenommen. Ich glaube nämlich, dass mein Freund Größe 46 hat. Ich muss ihn gleich nochmal fragen. War auch die letzte, die da hatten und dann habe ich noch die zwei letzten mitgenommen, die in Größe 40 bis 42 da waren. Das ist für mich, denn ich habe Größe 41. Ja, und das kannst du halt beim Sport verwenden, das kannst du beim Campen verwenden, das kannst du immer verwenden. Ist voll super. Kann ich nur empfehlen. Also jeder benutzt ja immer diese Handwärmerpads oder redet von diesen Handwärmerpads, aber diese Schuhpads sind noch viel geiler, weil die meiste Kälte kommt von unten rein. Also quasi von unten, vom Boden kriegen wir die Kälte ab. Ja, ich glaube, ich habe alles gezeigt. War auch genug, oder? Ich meine, für mal eben kurz in der Mittagspause zum Action zu fahren, finde ich, habe ich doch ganz gut zugeschlagen. Also ich bin unter 50 Euro geblieben, habe versucht, jetzt auch die ganzen Preise noch irgendwie einzublenden und denk auf jeden Fall an die Verlosung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich nämlich wirklich drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!